Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem neuen Video. Heute mal ganz woanders vom Allrad-Freigang. Und zwar haben wir heute Stefan sein Pajero hier. Ich weiß nicht ganz genau, was es für einer ist, aber das wird euch der Stefan jetzt mal genau sagen. Also wir haben eigentlich dasselbe Modell wie der Franz und die Marlene, aber langer Radstand und wir haben einen 2,8 Liter Turbodieselmotor. Sonst innen schaut er ziemlich ähnlich aus. Modell ja, ist glaube ich ziemlich ähnlich, 97 bei mir. Wir haben 95. 95, okay. Genau. Aber der Rest, ja, Heckdifferenzialsperre wie bei euch. Ja. Übersetzung, super Select. Schauen wir mal vorne hin. Da sehen wir eh schon. Selbe Stoßstange. Selbe Stoßstange, genau. Vorne und hinten. Ja, Seilwinde auch drinnen natürlich. Schnorchel. Schnorchel haben wir auch noch zu Hause, fehlt bei uns noch leider. Aber geil. Und Raptor lackiert oder ist das? Ja genau, den habe ich, wie ich ihn gekauft habe. Nach einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, da kann er Raptor lackieren drauf. Cool. Dann hast du oben, hast du einen Dachträger noch? Ja, da habe ich noch, gibt es gar nicht mehr, glaube ich, das Modell ist African Outback. Ah, okay. Altes, auch Alu-Dachträger. Oben, das System ist ähnlich wie bei Frontrunner. Das heißt, okay. Ich kann auch M6-Schrauben hineingeben. Dann habe ich noch ein Solarpanel oben und drei okay. Kisten. Ah, cool. Und eine Markise. An der Seite. Ich glaube, der Stefan hat den auch ein bisschen höher gelegt, aber ich weiß nicht ganz genau, was für ein Fahrwerk ist. Ja, also ich habe da ein Tough Dog Fahrwerk von Australien. Ah. Und hinten habe ich aber OME-Federn drinnen, die stärksten, die es gibt. Okay. Weil ja, die durch das ganze Gewicht brauche ich das. Also wir, mit den Reifen sind wir ungefähr, schätze ich, 10 cm höher. Okay. Reifen haben wir da die Cooper STT Pro in 265/75 R16. Geil. Ja, wir haben auch das OME-Fahrwerk hinten drin. Ich glaube, wir haben 300 Kilo plus Federn. Ja, bei mir sind es, glaube ich, 500 Kilo. Ich glaube, 500 ist das Größte, was es gibt. Das ist echt ganz cool. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Heck, weil da können wir mal vergleichen, wie viel Platz man hat bei einem langen und bei einem kurzen. Pajero. So, ich habe da hinten, also ich schlafe im Auto. Deswegen habe ich mir auch einen langen Pajero genommen, weil ich will nicht im Dachzelt schlafen, sondern im Auto. Gibt es ein paar Vor- und Nachteile. Und ich habe da komplette Bettfläche. Meine Liegefläche ist 2,10 m x 1,40 m. Und hinten habe ich halt hier meine Küche, da ich extrem gerne koche. Auto mit zwei Kochfeldern. Kleiner Windschutz ist auch dabei. Und da noch ein kleiner Extratisch. Geräuschstörungen. Und ja, dann habe ich da oben noch ein kleines Brettchen, das kann ich ausziehen. Zum Schneiden, zum Pizzabacken zum Beispiel. Ja, ich habe schon öfters unterwegs gesehen. Ist. Stefan kocht sehr gerne, da gibt es immer gute Sachen. Ja, und da unten drunter habe ich mein ganzes Geschirr. Okay. Töpfe, Pfannen und da oben zum Beispiel das Besteck noch. Und hinten Gewürze, Sachen zum Abwaschen. Quasi so ähnlich wie bei uns. Ja. Da siehst du, die Gewürze sind auch geil. So. Das ist auch ein schönes Maß. Ja. Dann hat der Stefan hat mir noch was verraten. Er hat noch was ganz Spezielles, ein ganz besonderes kleines Fach. Das was sehr wichtig super ist. Spezialfach. Der Pajero ist normalerweise in dem Fach hier drinnen der Heckscheibenwischerbehälter. Ja, genau, den haben wir noch. Der Wasserbehälter. Drin. Und da ich hinten eh nichts raus, brauche ich nicht. Dann habe ich da eine Holzverkleidung gemacht, mit meinem Schüler gemalt. Und da habe ich ein kleines Fach gemacht. Weil man findet ja immer irgendwie keinen Platz für die ganzen Müllsäcke, Beutel, die man braucht. Da habe ich mir gedacht, so, da kommt man immer schön hin, wenn man es braucht. Ja. Da gebe ich meine Müllbeutel rein. Okay. Da oben habe ich mich ein bisschen selbst verwirklicht. Kreativität. Da habe ich oben da Einziehmuttern reingegeben, da waren schon Löcher. Und habe mir da mit Filz und alten Stoffen einfach Taschen genäht. Schau, die halten leider nicht mehr. Nach 4 Jahren brauche ich mal neue Saugnäpfe, glaube ich. Da zum Beispiel, was man immer braucht, immer gut zugänglich, Küchenrolle, da habe ich einen Wasserfilter drin, da kommt meistens so ein Set mit Toilettenpapier und so rein. Ah, cool. Da habe ich noch was zum Messerschleifen und da kann man, wenn man im Bett liegt und schläft, die Handys reingeben. Ja. Geil. Schaut fast so ähnlich aus wie bei uns eigentlich. Ja. Und da ist hinten noch Lichter. Ja, da ist noch eine Essensschublade. Mein quasi Vorrat mit Ölen, Essig und hinten habe ich noch mein Essensvorrat. Cool. Dann haben wir noch Kanister. Kanister. Die guten alten Frontrunner-Kanister. Die guten alten Frontrunner, was soll ich sagen drüber? Ich habe jetzt schon 8 Stück zerstört. Ja.
Ich glaube, da werde ich bald mal was auf was anderes umsteigen oder irgendwie versuchen, da Salo selbst welche zu bauen. Dann hast du, ist das eine freitragende Markise? Ja, oder? Das ist eine 270 Grad freitragende Markise aus Südamerika, auch was Seltenes. Cool. Und, sehr schön. Dann zeigen wir euch jetzt nochmal die Bettfunktion, wie man da schön... Ist schon wieder so laut da oben. Das gibt's ja nicht, gell? Das ist der Wahnsinn hier. Können die nicht Elektroautos fahren? Alle am Durchdrehen hier. Wir zeigen euch mal noch schnell das Bett. Und der Kühlschrank hat sich auch noch versteckt. Der Kühlschrank versteckt sich hinter dem Fahrersitz. Da ganz easy. Matratze ein Stück hoch. Kühlschrank. Fänger sind weg. Da habe ich noch ein kleines Extrafach. Da kommen meistens Getränke hin. Und ganz dahinter wichtig. Ist der Dutch Oven. Ganz wichtig, der Almdudler bei den Österreicher. Das ist sicher, ohne Almdudler geht nichts. Da habe ich noch meine kleinen Taschen. Da ist auf der Seite Elektrik mit Kabeln und diverse Ladegeräte und auf der anderen Seite habe ich nochmal so eine Tasche, das ist quasi mein Badezimmer mit Zahnbürste und Seife und Duschgel. Und um mein Bett auf volle Länge zu bringen, muss ich da meinen Sitz einfach nur nach vorne klappen. Darunter ist übrigens die Standheizung verbaut. Was der Stefan auch noch Geiles hat, das hat er sich doch selbst angeschweißt, ist hier der Reserveradträger, der fehlt uns auch noch. Den muss der Stefan vielleicht bei uns auch noch anschweißen. Auch so schön natürlich. Ja, ich glaube, da kriegen wir schon was hin, da werden wir uns schon was Schönes bauen. Hinten noch, ganz wichtig, Müll. Für den Müll oder mal für Feuerholz oder Badesachen, die nass sind oder irgendwelche Sachen. Ja, da ganz primitiv meine Sandboards montiert. Die Halterung habe ich mal abgerissen, die ich gebaut habe. Da bin ich letztes Jahr in Schweden bei einem Baum hängen geblieben. Dann würde ich sagen, schauen wir noch kurz aufs Dach da hinten, was der Stefan da alles dabei hat. Da habe ich ein paar Kisten entdeckt, eine Schaufel, glaube ich. Schauen wir da mal noch hin. Ja, also da oben habe ich die Schaufel. Und wenn man da raufsteigt, habe ich da oben zum Beispiel. Ich übernehme jetzt ganz frech einfach mal die Kamera und filme da hinein. In der Kiste sind zum Beispiel Ersatzteile, Werkzeug, Öl und so weiter. Andere Kiste hat nur Bergesachen, also Bergequipment. Und die dritte Kiste, da sind noch Schuhe, Kompressor, ein Frisbee ist drinnen, ein Football ist drinnen. Ja, alles, was man so braucht. Eine Slackline ist drinnen. Ein bisschen was zum fit bleiben, wenn man unterwegs ist. Ah ja, da sehen wir auch schön. Wenn ihr Stefan folgen wollt, schaut mal vorbei bei Wildlife Austria. Gibt es immer spannenden Content. Auf jeden Fall. Auch immer coole Urlaube. Der fährt immer eher in die kalten Regionen. Dem ist zu warm im Süden. Naja, im Juli und August ist schon ziemlich warm da in Albanien, Bosnien. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Jobbedingt geht es halt bei mir nur Juli, August. Genau. Springen wir jetzt aber wirklich darüber und zeigen euch mal unseren Ausbau noch kurz. Von der Küche her ist eigentlich relativ gleich lang, glaube ich. Ungefähr einen Meter auszuscheren. Genau. Meter haben wir auch. Beim Stefan ist halt der Kühlschrank noch davor. Bei uns ist er daneben. Und sonst sieht es eigentlich fast ähnlich aus. Wir haben hier oben so eine große Vorratslade fürs ganze Fressen. Und haben dann seitlich noch Fächer, weil wir haben ja keine Türen hinten. Und hier haben wir, da habe ich eine Platte eingebaut. Und wir haben hier Taschen aus München von Vantail. Danke nochmal für das geile Design. Da kommt demnächst auch noch ein paar neue Taschen noch dran. Da haben wir noch ein bisschen Platz hier. Könnt ihr mal vorbeischauen, da kann man sich die Taschen selber gestalten. Verschiedenste Farben, alles mögliche. Die Bundle kann man sich aussuchen, Knöpfe. Und dann haben wir da noch unsere Kanister da hinten. Das geht einfach mit einem Schlauch hierher. Kommt nicht allzu viel Wasser raus, aber es kommt Wasser raus. Haben wir vorher schon festgestellt. Das heißt, für einen Liter Wasser braucht der Franz ungefähr wie lange? 20 Minuten. Aber man hat ja Zeit beim Camp. Ja, wir wollen ja reisen und nicht rasen. Genau. Man könnte da noch eine Druckwasserpumpe einbauen, aber dann habe ich wieder irgendwas, was kaputt geht. Und hier. So kann sich Pajero auch anhören übrigens. Wenn er, ich weiß nicht, was der Motor drin hat. Eh den selben. Wahrscheinlich. Selber Motor wie er. Selber Motor, nur ohne Auspuff. Wir hoffen, euch hat es gefallen, das Video. Lasst uns noch ein Like da, Daumen nach oben. Und ja, Stefan, vielleicht haben wir ja mal Zeit für eine gemeinsame Reise. Ja, irgendwann werden wir irgendwas hinkriegen, dass wir gemeinsam mal unterwegs sind. Und wir gehen jetzt da noch ein bisschen hier offroaden, machen die Autos ein bisschen dreckig.